Hallo, ich bin's, Marco von Authentic German Learning und dies ist eure tägliche Dosis Deutsch. Barbara hat mich gefragt, hat gesagt, ich würde auch sehr gerne mehr über dich, über deine Geschichte lernen. Warum lernst du jetzt Italienisch? Was machst du im Leben? Welche Pläne hast du? Und das hat mich natürlich gefreut. Vielen Dank für den Kommentar. Denn natürlich rede ich wie eigentlich jeder Mensch auch recht gerne über mich selbst. Ja, warum lerne ich Italienisch? Ich lerne Italienisch, weil ich eine Italienerin kennengelernt habe und mit ihr eine Zeit lang zusammen war und mich die Sprache auch sehr interessiert hat. Und die Beziehung ging leider zu Ende, aber ich habe mir gedacht, ich lerne trotzdem weiter Italienisch, weil ich wirklich dadurch meinen Spaß am Sprachenlernen entdeckt habe. Und dazu kommt noch, dass ich in der Vergangenheit auch andere Frauen in Beziehungen war mit anderen Frauen, die auch keine Deutschen waren. Ich war mit einer Brasilianerin zusammen und mit einer Polin und beide Male habe ich auch angefangen, die Sprachen zu lernen. Aber als die Beziehung vorbei war, habe ich damit aufgehört und das ist im Nachhinein eigentlich ein bisschen schade. Aber bei Italienisch wollte ich das nicht so machen. Also ich habe mir gedacht, so ja, jetzt möchte ich nicht aufhören mit dem Sprachenlernen. Jetzt möchte ich wirklich die Sprache weiterlernen, bis ich sie fließend sprechen kann. Das ist der Grund, warum ich Italienisch lerne. Und es hat, wie gesagt, wirklich so meine Leidenschaft geweckt für das Sprachenlernen. Und ein großer Grund dafür, warum ich diese Leidenschaft auch habe, ist Alberto von Italiano Automatico. Hätte ich seinen Kanal nicht gefunden, hätte ich vielleicht auch nicht weitergemacht. Aber ich fand das so inspirierend, wie er seine Muttersprache beibringt, dass ich nicht nur weiter Italienisch lernen wollte, sondern dass ich auch gedacht habe, Mensch, ich möchte richtig gerne das machen, was er macht. Ja? Ich möchte gerne meine Muttersprache beibringen. Und das war schon ein Traum von mir, eine Webseite zu machen und für diese Webseite Content zu produzieren, so für diese Webseite Artikel zu schreiben und Videos zu machen und all sowas, war schon ein langer Traum von mir. Denn ich habe für mich entschieden, dass ich nicht so gerne einen regulären Job haben möchte, wo ich morgens aufstehe, um 9 Uhr hingehe und um 5 Uhr wieder gehe, sondern ich möchte gerne einen Lebensstil haben, wo ich sehr frei bin, meine Zeit frei einteilen kann und so weiter. Und deswegen habe ich dieses Projekt gestartet und es ist wirklich ein Traum, den ich mir damit erfüllt habe. Und vielleicht an dieser Stelle möchte ich euch auch dazu inspirieren, eure Träume zu folgen. Ich bin jetzt richtig glücklich in meinem Leben, da ich das realisiert habe, was ich mir schon lange vorgenommen habe. Ich wollte richtig gerne eine Webseite haben. Ich habe meine Leidenschaft für das Sprachenlernen und für Sprachen generell entdeckt und meine Leidenschaft dafür auch meine Muttersprache beizubringen. Und diesen Traum habe ich mir erfüllt. Ich habe das einfach gemacht und jetzt bin ich hier, wo ich bin. Authentic German Learning, das Projekt läuft total super. Ich habe sehr viel Spaß. Ich mache täglich diese Videos und das ist einfach wunderbar. Und deswegen ist meine Botschaft an euch, macht das, was ihr machen wollt. Gerade wenn ihr einen Gedanken habt, der euch immer wieder durch den Kopf geht. Ich möchte das und das machen.
Ja, und dann am nächsten Tag wieder, ich möchte eigentlich gerne das und das machen. Oh, ich möchte das und das machen. Soll ich das machen? Ich warte noch und so. Und das ist echt, gerade wenn man so einen Gedanken hat, der einen immer wieder durch den Kopf geht, wo man immer wieder denkt, das wäre ja toll, wenn ich diese Sache machen würde, dann hoffe ich, dass ihr denn den Mut findet, diese Sache auch tatsächlich zu machen. Ja, dass ihr wirklich eure Träume verfolgt. Und das habe ich auch mit meinen anderen Träumen gemacht. Ein weiterer Traum, den ich habe, ist ein richtig guter Philosoph zu werden und philosophisch bekannt zu werden oder auch mich auf die Suche zu machen nach der Wahrheit, wie sieht die Realität aus und wie kann man durch Philosophie die Welt verbessern. Und diesen Traum habe ich auch ganz lange vor mir hergeschoben. Ja, das sagt man im Deutschen, wenn man ganz lange wartet, um etwas zu tun, dann sagt man, man schiebt es vor sich her. Aber ich habe mich vor ein, zwei Wochen dazu entschieden, damit auch einfach anzumachen. Ja? Also ich habe auch einen Kanal über Philosophie, reisenachatlantis.de, und einfach, weil ich mir dachte, so, okay, ich bin noch nicht ganz so weit. Ich glaube, ich kann noch nicht ganz so gut argumentieren. Ich glaube, ich habe noch nicht ganz so viel Wissen über die Philosophie. Aber ich fange jetzt einfach an. Ich mache das einfach. Ja? Und genauso ist es bei meinem dritten Kanal. Also ich habe jetzt drei Kanäle. Keine Sorge. Mein Hauptfokus ist immer noch Authentic German Learning. Und ihr könnt auch immer regelmäßig Videos von mir erwarten. Ich möchte nicht, dass ihr denkt, dass ich abgelenkt werde von meinen anderen Projekten. Die sind erstmal Hobbyprojekte. Genau, und mein dritter Kanal ist, da geht es um Dating. Das ist needlepartner.com. Ich sage das wie im Englischen. Okay, also im Deutschen sagt man .com, Englisch natürlich .com. Genau, und bei diesem Kanal rede ich darüber, wie ich eine Freundin finde und auch, was meine Ratschläge sind, wie man eine glückliche Beziehung aufbauen kann. Ja, denn wie gesagt, ich war mit einer Italienerin zusammen. Jetzt bin ich wieder Single. Ich lerne noch weiter Italienisch, aber ich bin nicht mehr in der Beziehung mit der Italienerin. Und ich bin Single und ich möchte gerne, dass meine nächste Freundin wirklich die Freundin fürs Leben ist. Die Frau, die ich heiraten werde, die Frau, die, mit der ich Kinder haben möchte. Und aus diesem Grund möchte ich mir ganz viele Gedanken darüber machen, wie ich eine solche Frau finden kann und welche Qualitäten sie haben sollte und welche Eigenschaften sie haben sollte, damit wir zueinander passen. Und auch, was ich vielleicht in meinem Leben ändern kann, um diese Frau zu finden. Und deswegen habe ich auch einen YouTube-Kanal gemacht, nur damit ich meine Gedanken oder meine Ideen auch ausdrücken kann. Ja? Und das ist so momentan wirklich mein Hobby. So einfach Videos zu machen, mich zu trauen, einfach zu reden vor der Kamera und meine Gedanken, die ich so habe, freien Lauf zu lassen und mit den Menschen zu kommunizieren. Und genau, und wie gesagt, ich habe dann als mein Hauptprojekt ist Authentic German Learning. Und all die Gedanken, die mir immer wieder im Kopf kommen über Philosophie und Dating und so, die drücke ich auch aus durch Videos. Und für euch mache ich natürlich auch jeden Tag ein Video jetzt. Und das ist wirklich gutes Training auch, dass ich so viele Videos mache. Das ist sehr gutes Training.
Und ich denke, ich werde mit der Zeit immer besser darin, mich selbst zu filmen und flüssig für euch zu sprechen, sodass ihr durch die ganzen verständlichen Inhalte, dadurch, dass ich spreche und ihr versteht die Botschaften, dadurch lernt ihr Deutsch. Und wie immer hoffe ich, es war interessant für euch. Ich hatte besonders viel Spaß mit diesem Video, weil mir sehr viele Sachen eingefallen sind. Genau, dieses Video hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. Und wir sehen uns morgen. Tschüss!